Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen zum neuen Vlog, Gitarrenanfänger-Vlog. Und heute geht es um das große G-Dur und um den Wechselschlag und um ein Lied namens, Mist, hab's vergessen, Sloop John B. von den Beach Boys. Im letzten Vlog hatte ich es ja angekündigt, dass ich ein paar Wochen, drei Wochen habe ich glaube ich gesagt, Pause mache, Vlogpause mache, um das zu festigen, was ich vorher gelernt habe, was wir vorher gelernt haben, hoffe ich, mit kleines G, D-Dur, A-Dur, E-Dur und B7. Und was soll ich sagen, es hat super geklappt. Ich habe so gut wie kaum geübt. Also ich habe schon geübt, aber nicht das, was ich wollte, also nicht jeden Tag 10 Minuten, so wie ich es ursprünglich vorhatte, sondern immer mal ist ein bisschen viel gesagt, ab und zu dann doch mal die Gitarre in die Hand genommen und das Ganze so ein bisschen wiederholt, aber es hat so ein bisschen, hat der Antrieb gefehlt. Aber egal, jetzt geht's weiter und zwar mit dem großen G-Dur. Dazu hole ich jetzt erstmal meine große, nee, nicht meine große, sondern meine normale, standardmäßige Linkshänder-Gitarre. Und zwar möchte ich auch ein wenig auf die verschiedenen Arten des G-Durs eingehen, die man so greifen kann. Peter Bursch erklärt es in seinem Gitarrenbuch folgendermaßen. Zweiter Finger auf den dritten Bund der tiefen E-Seite, erster Finger auf den zweiten Bund der A-Seite und der kleine Finger auf den dritten Bund der hellen E-Seite. Die meisten meiner Schüler greifen hier auch zweiter Finger, dritter Bund tiefe E-Seite, erster Finger, zweiter Bund A-Seite, aber mit dem Ringfinger auf dem dritten Bund der hellen E-Seite, weil sie mit dem kleinen Finger überhaupt noch nicht zurechtkommen. Ich persönlich greife das G-Dur am liebsten mit dem dritten Finger auf der tiefen E-Seite, mit dem Mittelfinger auf der A-Seite und mit dem kleinen Finger auf dem dritten Bund der hellen E-Seite. Und aufgrund mehrerer Kapselrisse, Fußball, lasse ich inzwischen öfter mal auch den Mittelfinger weg beim Greifen. Dämpfe dann aber mit dem Ringfinger die A-Seite ab. Braucht eigentlich kein Mensch. Außer bei einem Basswechselanschlag, da muss man dann mitgreifen. Bei normalen Anschlagstechniken oder auch Zupftechniken ohne groß Basswechsel lasse ich den Mittelfinger weg. Und so mache ich das jetzt auch mal mit meiner Rechtshandgitarre. Die nächste Übung in unserem Buch lautet jetzt 4 mal D, 4 mal G, 4 mal D, 4 mal A. Das mache ich jetzt. Auch hier versuche ich wieder eine Daumenhaltung zu finden, die ich ja vorher schon hatte und mit der ich dann ohne den Daumen zu verändern wechseln kann und trotzdem alles klingt, und vergleiche das auch immer mit meiner Daumenhaltung an der rechten Hand, weil wenn es rechts klappt, können sie auch links klappen, ne? Nee, so ist aber nicht. So nicht. So nicht, mein Freund. Beim A, beim A behindere ich dann hier, wenn ich jetzt so die Haltung habe, behindere ich die helle E-Seite. Ja, jetzt geht's.
Ja, heute nächste G-Dur-Übung, der Song Sloop John B. Da gehen wir mal kurz den Ablauf durch. Und zwar haben wir hier zuerst mal D-Dur, ein paar Takte. Ich gehe es einfach mal so durch, dann wissen wir auch, wie viele Takte das sind. Das war der erste Takt. Zweiter Takt. Schon vier Takte. Jetzt kommt der Wechsel auf A. Also sechs Takte D-Dur mit jeweils vier Abschlägen. Jetzt kommt A, wie gesagt. Zwei Takte A. Jetzt kommen anscheinend, würde ich sagen, zwei Takte D. Jetzt zwei Takte G. Jetzt kommt ein Takt D. Ein Takt A. Und zwei Takte D-Dur. Oh yeah, ich schau mal, ob ich es nochmal zusammenbekomme. Sechs Takte D-Dur, zwei Takte A, zwei Takte D, zwei Takte G, ein Takt D, ein Takt A und zwei Takte D-Dur, Sloop John B. Da. Wie du siehst, mein G-Dur besteht immer noch aus zwei Tönen, die ich greife. Nur den Ringfinger auf der tiefen E-Seite und nur den kleinen Finger auf der hellen E-Seite. Und die A-Seite dämpfe ich immer noch ab. Dann muss ich sie auch nicht greifen und dann geht der Akkord einfacher. Und klingt besser. Und natürlich mache ich auch noch meine sonstigen D, G und A Wechsel, gleich auch nur mal mit zwei Schlägen pro Akkord. Was ich heute auf jeden Fall noch anfangen will, ist die doppelte Anschlagtechnik auf der Seite 42 in unserem Peter Busch Gitarrenbuch. Da geht's jetzt los mit. Ja, er macht es ja etwas anders. Er schlägt ja mit dem Daumen. Mit dem Daumen runter. Ich mache das ja schon die ganze Zeit nicht. Ich schlage mit dem Zeigefinger runter. Und dann natürlich mit dem Daumen hoch. Und da ich das jetzt mal richtig vormache, nehme ich meine richtige Gitarre, meine Linkshänder-Gitarre. Ich mache das jetzt mal mit Beispiel D-Dur. Abschlag wie immer mit dem Zeigefingernagel. Dabei liegt der Daumen vielleicht ein bisschen auf dem Zeigefinger. Ja? Aber auf keinen Fall zusammenpetzen die beiden Finger. Und beim Hochgehen nehme ich den Daumen. Dabei muss ich aber den Zeigefinger vorher lösen und die Hand ein bisschen reindrehen.
das teste ich jetzt mal als Rechtshänder. Also wie schon gesagt, der Zeigefingernagel schlägt ab. Der Daumen liegt auf dem Zeigefinger etwas auf beim Abschlag. Ist ja auch Blödsinn so zu schlagen. Ne? Und beim Aufschlag soll das der Daumen alleine machen. Mit dem Eindrehen der Hand. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass man hier bei den Daumen nicht bis hoch zieht, ja? Auch nicht beim G, also nicht in die tiefen Saiten mit rein, sondern der Aufschlag umfasst vielleicht 3 Saiten, vielleicht auch mal 4, aber nicht mehr. Und immer so ein bisschen Schwung mit reinnehmen. So, jetzt kommen mal die Akkorde, den Akkordwechsel D, G, D, A. Versuche jetzt mal mit dem Auf- und Abschlag. Natürlich haben wir jetzt doppelt so viele Schläge, ne? Klar, das heißt ja nicht dann 1, 2, 3, 4, sondern es ist dann 1 und 2 und 3 und 4 und... Nochmal von vorne. Ja, immer noch die Wechselschlagtechnik oder wie es so schön im Buch heißt, die doppelte Anschlagstechnik. Auf- und Abschlagen. Zeigefingernagel schlägt runter, Daumenfingernagel schlägt hoch. Die Wechsel fallen dementsprechend schwerer aus, weil man eigentlich schneller wechseln müsste. Aber das Geheimnis liegt ja darin, dass man während des letzten Aufschlages den vorherigen Akkord schon löst und den nächsten vorbereitet. Das mache ich mal mit meiner linkshändigen vor, weil rechts kann ich das selbst nicht. Hier lösen auf den letzten Aufschlag und dann ist man eventuell rechtzeitig zum nächsten Akkord mit den Fingern wieder drauf und kann einfach weiterspielen. Nochmal von D auf A. Wieder zurück. Wieder auf G. Wenn man das so langsam macht und ein bisschen betont, dann klingt es ein bisschen klingt es ein bisschen schräg. Wichtig dabei ist, dass man natürlich diesen Aufschlag, diesen leeren Aufschlag, nicht zu sehr betont. So zum Beispiel, so nicht.
trifft hierbei vielleicht die unteren zwei, höchstens drei Saiten. Ein ganz leichter Aufschlag. Das probiere ich jetzt mal mit der Rechtshänder-Gitarre aus. Und das ist meine Übung für heute mit diesem Wechselschlag und beachten, dass ich rechtzeitig die Greifhand wegnehme und schon den nächsten Akkord vorbereite. Auf den letzten Aufschlag jeweils. Mann ey. Was mir jetzt noch nicht so gelingt, ist tatsächlich den Akkord rechtzeitig lösen, wenn ich aufschlage, was ich vorgestern besprochen habe, dass man, bevor man wechselt, der letzte Aufschlag ein Leerschlag ist und man dann wieder in den nächsten Akkord kommt oder den schon vorbereitet in dem Moment. Das gelingt mir noch nicht, ich mache dann einfach eine Pause, merke ich gerade. Das kann man noch ein bisschen verfeinern, aber ansonsten hat es jetzt ganz gut geklappt und vom Klang her geht es jetzt auch. Und eigentlich wäre jetzt schon in unserem Buch das Plektrum-Spiel angesagt. Aber ich lasse hier an der Stelle noch das Plektrum weg. Ganz einfach, weil ich es besser finde, erstmal etwas mehr Gefühl in das Fingerspiel zu bekommen, bevor ich jetzt noch das Plektrum dazu nehme, weil es ist wieder was ganz anderes. Aber wenn du Interesse hast, schon jetzt das Plektrum-Spiel zu lernen, dann schreib mir das in die Kommentare, dann baue ich das in den nächsten Vlog mit ein. Aber ich bleibe jetzt hier noch beim Auf- und Abschlagen mit Zeigefinger und Daumen. Wobei ich immer wieder erwähnen muss, dass es Peter Busch in seinem Buch etwas anders erklärt. Und zwar nimmt er für den Abschlag den Daumen und für den Aufschlag den Zeigefinger. Also ich, meiner Meinung nach geht das gar nicht. Das hört sich... Soll dann ungefähr so sein, ja? Guck hin. Das sieht nicht nur bescheuert aus, es klingt auch bescheuert. Oder besser, oder? Ups. Dabei bleiben wir. Zeigefinger runter, Daumen hoch, jeweils mit dem Nagel. Yeah. So viel zum heutigen Video. Im nächsten Vlog geht es dann endlich um die ersten Mollakkorde. Und zwar um E-Moll und A-Moll
und einigen tollen Songs dazu. Ciao und bis zum nächsten Mal.